Christian Berthaler, die Saison ist zu Ende. Was sind die ersten Gefühle? Die ersten Gefühle sind zart. Also, ich muss jetzt zwar lachen, aber im Grunde habe ich nicht viel zum Lachen. Ja, wir haben die Saison leider verkackt, wenn wir es so nett ausdrücken sollen. Wir haben das aber nicht erreicht, was wir erreichen wollten. Und ja, ist schwierig jetzt was zu sagen, aber es ist alles daneben gegangen, was daneben geht. Wir dürfen in Bozen im Viertelfinale mit der Mannschaft nicht ausscheiden. Und ja, wir müssen das aufarbeiten, ausreden, wir müssen jetzt viel reden die nächsten Wochen. Aber ja, es war nicht optimal. Es war eine der schlechteren Saisonen jetzt. Ich meine, ich bin jetzt glaube ich 8 Jahre dabei und das zweite Mal im Viertelfinale ausgeschieden. Aber wie es so ist, mit der Mannschaft darfst du im Viertelfinale nicht ausscheiden. Also wir haben Fehler gemacht und da müssen wir jetzt schauen, wo wir es gemacht haben. Well, really disappointed because I thought in the majority of the games we were the better team. And we didn't score. And that was the difference in the series. One goal here or there, either a big save or a big goal. We could be ahead 4-1 ourselves. And we didn't get that. And so I'm really disappointed because I thought for the most part we were the better team. Ja, die Enttäuschung ist sehr groß. Wir haben mehr erwartet. Das Viertelfinale war nicht unser Ziel. Leider ist es so gekommen. Die Bozen haben einfach mehr Glück gehabt, glaube ich, in der Serie. Und darum haben sie die Serie eigentlich gewonnen. I think we're extremely disappointed. Everyone on the team, from the coaches to the players and everyone in between. I thought we played really tough. We played hard. We didn't give up. The fans were behind us, but you know, you never like to end the season on a loss, but I'm really proud of the way we played and I'm proud of all the guys on this team. Philipp Lukas im Anzug, direkt unmittelbar nach dem Spiel, so kennt man das eigentlich nicht. Wie bitter ist das aus jetzt für dich? Ja, es ist eigentlich ein ungewöhnliches Ende für meine Saison persönlich, muss ich sagen, weil so früh zu Ende war und jetzt ist es auch frühzeitig für die Mannschaft zu Ende. So, das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Und auf der anderen Seite ist sicher eine Enttäuschung da und ein gewisses Mitgefühl für die Mannschaft, weil ich bin draußen, ich habe es zugesehen und es ist immer schwierig. Ich kann nachvollziehen, wie sich die Mannschaft fühlt auf Eis und das probiert alles zu geben und irgendwie haben wir gegen den Wind gepisst, sage ich jetzt einmal. Und sind gegen der Wand reingerannt und haben das eigentlich nicht umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Ein Spiel, das irgendwie ein Spiegel für die ganze Serie war? Ich glaube schon, man hat gesehen, im letzten Drittel haben wir gescheit gedruckt, da haben sie, glaube ich, keine Chance mehr gehabt. Die Scheiben will einfach nicht rein, ja, da kannst du nichts machen. Das ist einfach so, wenn du kein Glück hast. Die Boots haben das Glück gehabt, die schießen aufs Tor, tippen sie irgendwie rein und ja, so ein Glück hat er mir auch gebraucht. I think pretty much, yeah. We had chances, and their chances were easy. And I think that's probably fair. You know, it was probably the way the whole series had gone. Natürlich, ich hab zwar jedes Spiel daran geglaubt, wir haben die Chance gehabt. Wir haben jedes Spiel die Chance gehabt. Wir haben nichts eingebracht. Wir haben dann deppere Fehler wieder gemacht, so wie heute. Und es wollte einfach nicht sein. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich sage, wir waren einfach teilweise auch zu müde. Unsere Top-Torjäger, die ganze Saison, die Mannschaft hat recht gute Spiele gezeigt. Aber wir waren nicht in Hochform und das war das Problem. Und dann schießt er die Goal nicht, die nötigen. Und ja, das müssen wir jetzt aufarbeiten und schauen, was wir besser machen. Ich glaube, sie haben sehr, sehr clever agiert. Und es ist ihnen eigentlich ihre Spielweise sehr gut aufgegangen. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt waren sie brandgefährlich und gerade in den Gegenzügen und haben Phasen in den Spielen auch gehabt, wo sie uns auch unter Druck haben setzen können und immer wieder gefährlich vor dem Tor erschienen sind und waren dann auch sehr kaltschnäuzig, sagen wir, in der Chancenauswertung. Auf der anderen Seite haben sie sehr geschickt verteidigt. Sie haben hinten wirklich alles liegen lassen. Also in jeden Schuss haben sie sich reingehauen und haben natürlich auch einen Tormann gehabt, der sicher gute Leistung geboten hat. Also wie gesagt, ich glaube, all diese Komponente sind bei ihnen sehr gut aufgegangen und wir sind einfach nicht zum Tor hervorgekommen, genügend, sage ich einmal. Und das hat sicher einen Ausschlag gegeben. Yeah, I thought we had a really good team. I thought that we had balance to our scoring. You remember we lost Andrew Kozik, who was top goal scorer in the league. Broda scored, Lebler scored, De Silva scored,
Schofield was a good player for us. So our power play was the best in the league. Our penalty killing was the best in the league. We won the second most games in the league. We finished 1 point out of second place. So all of those things were positive. So I think our personnel was solid. We ran into injuries in the playoffs, injuries and suspensions. And you can see the difference at Schofield and Pichet made in our lineup tonight. And we missed them through the series. And they had the ability at any time to take a one-goal loss into a one-goal win. So all of those things make for disappointment. Anytime you lose, you have to be disappointed. Für Sie hat natürlich die Off-Season schon längst angefangen, die Planung für die nächste Saison. Wird es einen Umbruch geben? Weiß ist, nein, ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt einmal, jetzt ein bisschen runterkommen in den nächsten paar Tagen. Und dann, wie gesagt, viel reden. Was waren die Fehler? Was müssen wir tun? Aber ja, es ist schwierig. Ich habe im August gegen Kosice, bin da umgestanden und habe das Spiel gesehen. Und habe mir gedacht, das ist eine Mannschaft, die kann Meister werden. Und jetzt scheißt im Viertelfinale aus. Das weiß ich auch, dass ich das nie wieder tue, das war ein Fehler. Aber trotzdem, die Mannschaft hat so viel Potenzial und hat bis jetzt in der Serie gar nichts sagen können. Und das macht mich schon ein bisschen, ja, ich bin enttäuscht einfach und jetzt schauen wir mal. Wie geht's jetzt weiter? Die nächsten Tage, du hast Vertrag, kannst dem Ganzen die nächsten Tage schon relativ gelassen entgegensehen. Was wirst du tun? Ja, ich werde jetzt mal nichts tun. Einmal das, also ich kann es gar nicht glauben, dass wir ausgeschieden sind eigentlich. Morgen wird es dann anders sein, dass ich es glaube und die werden einfach nichts tun, ein bisschen chillen und danach schauen, wie es weitergeht. What about your personal future? Are you staying in Linz for the next season? I don't know yet. We haven't discussed anything. It would be my first choice, obviously. I really liked it here. I love living here and they treat us really well here. So that would be, I'd be really happy to come back. Für dich persönlich, wie geht's dir? Erste Frage und die zweite dann gleich hinterher natürlich. Der Vertrag läuft aus. Gibt schon irgendwas Konkretes? Ja, es gibt noch nichts Konkretes. Mir persönlich zur ersten Frage geht es den Umständen entsprechend relativ gut gesundheitlich. Ich kann alles machen. Ich habe es auch wieder am Eis probiert, aber nach einer halben Stunde war es eigentlich zusammengerammt und waren die Schmerzen wieder zu groß. Aber es ist für mich jetzt in dem Sinn die Saison nicht vorbei, weil ich bin weiterhin dann zum Arbeiten, dass ich in den Schuh reingekommen. Und ich habe heute wieder ein Gespräch gehabt mit Herrn Rauscher Hans und der an meinem Schuh arbeitet und ich sollte Ende der Woche einen Schuh bekommen, den probiere ich dann wieder. Also wir sind am Arbeiten dran und natürlich würde ich mir wünschen, auch nächstes Jahr wieder zu spielen und wird sicher, glaube ich, die Gespräche wird es geben, vielleicht noch bis Ende des Monats und werden wir schauen, was dabei rauskommt. Was die Fans natürlich brennend interessiert, wird es wieder eine Abschlussfeier geben? Weiß man da schon einen Termin vielleicht sogar? Nein, ich weiß noch gar nichts. Also aus Prinzip aus mache ich mir keine Gedanken. Also ich habe mit einem Sieg gerechnet heute und habe noch nichts geplant oder nachgedacht, was wäre, wenn wir verlieren. Das tue ich aus Prinzip nicht. Ich habe mit einem Sieg gerechnet und auch schon für Bozen gebucht, nicht, aber alles vorreserviert. Ja, nein, wir wissen noch gar nichts. Wir schauen und wir werden das morgen auf Facebook oder auf die Homepage. Es wird wieder was geben, natürlich für die Fans. Die Fans waren bis zum Schluss da, sind hinter der Mannschaft gestanden. Sind natürlich alle auch enttäuscht. Ich verstehe es, wir sind selber enttäuscht. Auch die Spieler, wenn du jetzt in die Kabine gehst, sind fix und fertig. Weil sie ja wissen, was für Potenzial die Mannschaft heuer gehabt hätte. Nur haben sie es gar nicht abrufen können. Das ist das Komische. Aber wir werden was machen und ich weiß aber echt noch nicht wann.